Einen wunderbaren schönen guten Tag wünsche ich, liebe Leute. Und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest. Wir befinden uns in Lord Yabu Yabus Bauch. Ich mache mir ein bisschen Stimmung mit Musik, ich werde sie nachträglich einfügen. Hooray! Ich mache mir jetzt Dungeon-Stimmung. Wenn man merkt, der Ton vom Video fehlt komplett. Unter anderem meine Audiospur. Und jetzt, wo wir den Boomerang haben, können wir diese tollen Teile auch ganz toll kaputt machen. Oh yeah. Und diese Glibberteile können wir jetzt auch paralysieren und sie tun uns nicht mehr weh. Das ist ziemlich geil. Aber reden wir nochmal über den Part, der nicht kommentiert ist und dem die komplette Audiospur fehlt, was ziemlich scheiße ist. Ehrlich. Camtasia hat sich spontan umgestellt und dachte so, nö. Sie nimmt jetzt weder eine Audiospur auf. Und ja, den Ingame-Sound, den hast du auch nicht. Warum? Warum nicht? Ich meine, ist ja nicht so, als würdest du ihn brauchen. Ne? Wer braucht schon Audiospuren? Audio. Und das ist mir gerade passiert in dem Moment, als ich Outer City mal nicht nebenbei laufen. Und mal, das habe ich Outer City und Camtasia gleichzeitig laufen, falls irgendwie was mit der Voice-Spur nicht stimmt. Aber egal. Es ist halt passiert. Kann ich nicht ändern. Ich werde es aber nachträglich jetzt quasi bearbeiten. Um ganz sicher zu können. Ich habe eine Kiste. Ich habe meine Kiste kaputt gemacht. Ich habe die Tür zugemacht. Ja. Dieser Part wird jetzt 43 Minuten lang gehen. Ich werde nichts rausschneiden, denn ich habe keine Lust nochmal. Ja, es ist einfach. Ich hatte jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder spiele ich das Spiel komplett nach oder ich lasse es bleiben. Also entweder ich kommentiere nach oder ich kommentiere nicht nach. Und muss das Projekt quasi abbrechen oder was anderes spielen. Weil, ne? Oder ich beschleunige euch den Part und ja. Ja, ich hatte mehr als eine Möglichkeit, kann man sagen. Wir müssen diesen tollen Schleimdinger kommen im Boomerang wunderbar paralysieren. Ich euch jetzt wunderbar vorstellen. Und zwei Stück davon. Ja, das hat mir Spaß gemacht. Ich versuche ungefähr ein bisschen auf das einzugehen, was ich auch gesagt habe. Ja, die Sprungattacke, wunderbar. Ich mag sie, ich liebe sie. Den Boomerang mag ich natürlich auch ziemlich gerne. Und schon werden wir genommenst. Und du hast dein Schild verloren. Oh nein, was soll ich nur mit meinem Schild ohne mein Schild tun? Naja, ein Boomerang in die Fresse hauen. Funktioniert immer noch wunderbar. Selbst ohne Schild. So, eine Fackel ist entzündet und wir haben ein Spinnennetz gesehen. Wir sollten vielleicht einen Deku-Stab dafür einsetzen. Und so wie ich mich kenne, habe ich auch einen Deku-Stab dafür eingesetzt. Und da war unser Schild. Yay, wir haben unser Hylia-Schild wieder. Da freue ich mich. Was ist in der Truhe? Ein Deku-Stab! Hurra! Holen wir uns aus dem Menü und rüsten ihn aus. Danke, lieber Vanekas, hast du toll gemacht. Was willst du nochmal im Menü? Ach, du willst einen Boomerang wieder ausrüsten. Natürlich, mach ruhig. Na, ich bin deiner Meinung. Ja, auf den N64-Emulator kann man leider keine Save-State setzen. Und da ich zwischendurch gespeichert habe, ne? Ja, wie gesagt, ich meine, ich hab weniger das Problem damit. Kommentier es halt nach. Kann man selbst so gucken. Kann euch ein bisschen was erklären. Zum Beispiel diese Teile da. Die Parasiten-Tentakel. Die Stelle ist der schwache Punkt. Benutze eine Distanzwaffe. Da hatte ich früher, als kleiner Bub, als es rausgekommen ist, kann ich jetzt mal live nachsehen, was in Ocarina of Time rauskam. Konnte ich eine Aufnahme nicht. Aber ich glaube 1998. Pff, gute Frage. Schauen wir mal, was Wikipedia dazu sagt. Ocarina of Time kommt 1998 am 11. Dezember raus. Hey, cool. Es kam ein paar Tage vor meinem Geburtstag raus. Ja, wenn es interessiert, ich habe am 18.12. Und das Spiel kam am 11.12. raus. Sprich, ich habe es gerade mal eine Woche nach Release auf meinen Geburtstag bekommen. Cool, wusste ich gar nicht mehr. Nee, 98. Quark. 98 war ich noch gar nicht geboren. Doch.
Ja, lieber Warnekast, du bist 20. Du bist 1991 geboren. Ist schon scheiße, wenn man selbst nicht weiß, wie alt man ist, oder? Ich bin 91 geboren. Ich war 7, als Zelda rauskam. Oder 8. 7 oder 8, dann sind nee, ich wurde 8, als ich Zelda bekommen habe. Ja, hab dann noch gleich das Lösungsbuch mit dazu bekommen. Hab's zwar kaum benutzt, außer für Herzteile sammeln, die ich nicht selbst gefunden habe, aber es war lustig. Ich durfte quasi Ocarina of Time erleben, gerade mal eine Woche, wie es rauskam. Da habe ich mich so verbissen dran geguckt, dass ich es in 2 Wochen durch hatte. Und ich konnte den Wassertempel ziemlich gut. Deswegen finde ich den Wassertempel auch nicht so schlimm. Ich mag ihn eigentlich. Außer, dass mir bei gewissen Unterwasserstellen immer ein bisschen schlecht wird. Aber egal. Vorsicht! Hier sind Skull-Wandalas oder wie auch immer die geheißen haben. Und wenn man den Schalter nicht trifft, ist es ziemlich bescheuert. Yay, Wasser. Das ist im Grunde nur dazu, dass wir die Skulptur befreien. Worauf ich keine Lust habe. Eine Kuh gibt's ja auch nicht. Wunderbar, dann können wir ja eigentlich den Raum verlassen. Die Skulptur werde ich später einsammeln. Ich sag's mal so, eigentlich könnte ich jetzt. Sollen wir erst, sobald ich das Equipment dazu habe, um alles Skulpturlas einzusammeln, was ich eigentlich nach diesem Dungeon schon habe, könnte ich die Skulpturlas anfangen zu sammeln. Das wäre ziemlich, ja, logisch. Jetzt wisst ihr alle, wann ich Geburtstag habe. Lala, jetzt könnt ihr mich voll toll stalken. Man erfährt es ja nicht anders, ne? Ist ja nicht so, als gäbe es Internetseiten, die YouTube-Kanalstatistiken, zum Beispiel Social Blade, nachschauen. Und dann sieht man das Geburtsdatum. Ist ja nicht so, ne? Hab ich nämlich auch noch gesehen, da steht nämlich mein komplettes Geburtsdatum. Muss ich aber bei YouTube angeben. So, ein Schalter. Stehen wir drauf, Türe auf. Gehen wir runter, Türe zu. Gehen wir drauf, Türe auf. Sprich, wir brauchen etwas zum Draufstellen. Puh, wir haben noch vorhin 2 Kisten gesehen. Wie wäre es, wenn wir jetzt die jetzt holen? Das wäre richtig gut. Was mir gerade einfällt, wo ich es gerade schon alt hatte. Ne, ich bin dieses Jahr schon 21. Ich bin alt! Ja, ne? Kiste. Ich stelle die Kiste ab. Wunderbar. So, zu diesen Tentakeln kann ich euch jetzt noch einen wunderbaren Kampftick geben. Habe ich auch ein Part genannt. Lauft einfach in der Mitte im Kreis und werft einfach immer den Bumerang. So oft wie es geht. Weil, ne, ihr wirft einen Bumerang, fangt ihn irgendwann wieder und dann werft ihr ihn sofort wieder. Wenn ihr Mitte im Kreis rumrennt, mit anvisiert. Der Gegner kommt quasi runter, kriegt Schaden, geht wieder hoch, der Bumerang fliegt von euch zurück, er schmeißt ihn wieder, kommt runter, kriegt wieder Schaden, geht wieder hoch quasi. In dem Moment kann er euch keinerlei Schaden zufügen. Er trifft euch sowieso nicht und ihr habt sehr viel Effizienz daraus. Mein Schild habe ich auch nicht absichtlich nicht mal angezogen, denn wenn da so ein blödes Schleimteil kommt, kann uns diesmal nicht unser Schild klauen, denn wir haben es ja nicht ausgerüstet. Klingt logisch. So, was diese Tentakeln gemacht haben, seht ihr bald, wenn nicht sogar schon gleich. Erinnert euch doch bestimmt noch an die komischen Elektrizität-Tentakeln, von denen Snavi gewarnt hat. Genau, die sind jetzt verschwunden. Und zwar waren das 3 Farben oder so. Oder 2. Ich glaube 2. Und wie unaufmerksam von dir, lässt mich einfach hier zurück. Och nö, tüdelü. Ja, und die sind weg. Was, als wir die rotfarbige Tentakel besiegt haben, haben wir auch die rotfarbige Tentakel hier verschwinden lassen. Ziemlich gut. So. In diesem Raum gibt es nichts außer eines goldenen Skulptula. Naja, so viel Sinn hat der Raum dann doch nicht für uns. Im Grunde, okay, genau, oder was, da können wir auch nicht besiegen. Ziemlich blöd. Was ich übrigens einfügen werde, ihr werdet es wahrscheinlich jetzt sowieso schon hören, aber ich sag's einfach, was ich eingefügt habe. Ihr kriegt dasselbe eingefügt, was ich gerade höre, nämlich das normale Dungeon-Theme von Wind Waker. Wind Waker ist auch das Zelda-Spiel, was ich aktuell privat spielen würde, würde ich aktuell Zelda spielen. Aktuell spiele ich nämlich Golden Sun Dark Dawn für Nintendo DS. Macht sehr viel Spaß. Würde ich Let's Playen, würde ich entweder A, einen besseren PC, ein besserer PC ist,
Ja, noch einen besseren PC. Ich meine, mein Prozessor ist nur langsamer, glaube ich, zu langsam für den Spaß. Ja. Gleich. Da ist er ja. Danach habe ich gesucht. Wirf mich auf die Plattform. Okay. Prinzessin Ruto hat den Heiligen Stein wieder. Aber warum Prinzessin Ruto? Gott sei Dank, endlich, der Stein von meiner Mama. Als ich Lord Yabba gefüttert habe, hat er wie wild um sich geschlagen. Vor Schreck habe ich den Stein fast fallen lassen. Oder, lass mich sogar fallen lassen. Und plötzlich hat er mich und den Stein verschluckt. In einem Haps, oh je. Jetzt habe ich ihn wieder und kann heimgehen. Bring mich jetzt schnell heim. Okay, kein Ding. Was ist das? Ein Oktopus? Hallo. Oktopussi. Ganz einfache Taktik. Boomerang. Und nochmal Boomerang. So. Quasi die Taktik für ihn ist, dass seine Hinterseite ist verwundbar mit so ein kleines grünes Teil. Wenn er paralysiert ist, geht die Klappe quasi unten auf und man kann ihm mit dem Schwert richtig eine Dolle reinhauen. Ja. Das machen wir jetzt quasi. Wenn man rollt, bewegt man sich schneller nach vorne. Ich habe hier natürlich die Taktik verkackt. Ich hätte auch wesentlich effizienter machen können, aber egal. So. Ich glaube, noch drei oder vier Treffer in dieser Geschichte. Das ist übrigens Zufall, dass er sich gerade jetzt nicht auf Anhieb umgedreht hat, denn normalerweise dreht er sich beim ersten Mal schon um. Was trifft einmal mit Bumerang, er dreht sich um. Wenn man es gut einschätzen kann, weiß man ungefähr, wann er sich wieder umdreht. Also wenn er wieder erlöst ist und dann noch eine oder sobald er sich nur einen kleinen Millimeter bewegt, einfach so, hey, Bumerang. Man kann auch quasi auf ihn warten. Sagen, hall! Können wir auch in der Theorie außen rumlaufen. Ja, warte, der Kotzokto. Gib mir doch Hunger an auf die Nase und attackiere sein Hinterteil. Das ist die Taktik. Ja, ich warte immer zu lang, quasi, wenn er sich schon so dreht. Man merkt doch, er dreht sich, ne? Und dann sollte man schon diesen Boomerang werfen. Also genau jetzt hätte ich schon den Boomerang werfen müssen. Hat nicht geklappt. Ich fange auf der Seite ab. Hallo? Denn down. Oder man. Oder spätestens, wenn er wieder nach oben springt. Und wenn er einen trifft, dreht er übrigens auch ziemlich geil. Muss man dazu sagen. So, drei Treffer. Octorok ist besiegt. Wobei ich nicht weiß, ob der Sprungangriff für zwei Treffer zählt. Bin ich mir nicht sicher. Jedenfalls fahren wir in dem Fahrzeug nach oben und Prinzessin Ruto ist nicht da. Ha, geil. Wo ist die Dame, wenn man sie braucht? Anscheinend weg. Hi, Quali. Du bist aber ein großes Quali. Jetzt bist du ein totes Quali. Du hast dich in Blubberblättchen aufgelöst. Super. Eine seltsame Magie versperrt dir den Zugang. Löse das Rätsel dieses Raumes und du erhältst Zutritt. Spricht Navi immer anders, aber ich versuche irgendwie noch eine nervige Stimme. Ich meine, ich habe nichts gegen Navi. Eine Kuh. Wow, hätte ich jetzt nicht geahnt, dass das eine Rätsellösung ist. Ja. Navi, Taylor, der Taylor, oder wie das Teil im Majora's Mask heißt. Oder Vieh. Ich meine, ich habe nichts gegen die. Nur die. Ich habe auch nichts gegen dieses Hey Listen, ganz ehrlich. Es ist mir relativ egal. Weil spielt mal Wind Waker, da habt ihr keinen Hinweis. Da müsst ihr selbst rausfinden, wenn man die Bosse besiegt. Hier steht einfach mal eine Kuh rum. Denn in Wind Waker wird einfach nicht verraten, dass es dem Boss eine Schwachstelle. Guck mal nach. Nee, du musst es selbst rausfinden. Da wäre ich ab und zu, vor allem gegen Ende, einer der letzten Bosse, kann man sagen, ohne zu spoilern, bei dem hätte ich einen Hinweis super gebrauchen können. Ich muss im Internet nachgucken, ob ich es richtig mache oder nicht. Das war so blöd.
Was ich haben gemacht nach einer Weile, was weiß ich, der Kampf ging eine halbe Stunde oder so. Dachte ich mir, oh, okay, guckst du im Internet nach. Naja. Internet sagte mir, das bisher alles richtig gemacht, mach weiter so. Es ist nur Pech oder du stellst dich blöd an, dass du quasi noch nicht besiegt hast. Dachte ich mir nur so, ja, okay. Kein Ding, ne? Dankeschön. Finde ich gut, dass ich alles richtig gemacht habe, hat mich gefreut. So, wir sind aber auch schon ziemlich nah am Ende des Dungeons. Ich glaube, der Dungeon ging nur 20 Minuten noch und der Rest ist eigentlich Rede. Da muss ich nicht überlegen, was ich rede, sondern das Spiel übernimmt das für mich. Muss ich mir auch aber noch andere Melodien dann in Winamp reinziehen, damit ich auch passend in Stimmung komme. Denn wenn man in Stimmung bei einem LP ist, dann macht man es natürlich noch besser. Denn tausche ich gleich schon mal das Dungeon-Theme aus? Weiß ich noch nicht. Ich mach das beim Boss. Die Sache ist, ich muss auch noch tierisch Post-Production machen. Sprich, ich muss in die Audiospur 2, weil Audiospur 1 ist jetzt das hier, was ich gerade rede. In Audiospur 2 muss ich noch die ganze Musik einfügen. Weil irgendwie habe ich ganz vergessen, dass wenn ich ein. Wenn ich die Stimme aufnehme, ich ja eigentlich nicht automatisch noch zusätzlich ne, die Tonspur, die Audiospur 2 mit aufnehmen, Systemaudio. Oder die Video-Audio, wie es so schön heißt. Im Grunde habe ich System. Grunde hast du, glaube ich, wirklich Systemaudio, aber egal. Könnt ihr mal erzählen, was ihr so macht? Also, ich kommentiere gerade Zelda nach und wir haben 14:04 Uhr. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, eine Woche oder so damit Zeit gelassen, weil ich einfach keine Lust hatte, ganz ehrlich. So leid es mir tut, aber. So leid es mir tut für die Leute, die sau gerne. Wenn es die Leute gibt, weiß ich ja nicht, wer sich auf Master Quest mit mir freut, aber. Für die tut es mir halt leid, weil. Ich lasse quasi die warten, aber das Problem ist auch. Nicht jeder hat Lust, Zelda noch zu kommentieren. Vor allem nicht 45 Minuten. Das ist halt mein Problem. Bei der Geschichte. So gerne ich es auch spiele, ich kommentiere es nicht so gerne nach. Allgemein. Nachkommentieren finde ich sowieso ein bisschen. Ja, ich finde es schade, wenn ich es machen muss. Bei Pokémon oder so hatte ich kein Problem damit, aber. Jetzt zum Beispiel bei dem hier. So, deswegen mal wieder unser Schild aus. Ich nehme das da. Und weiter geht's. Deko-Schild wieder gefunden. Und jetzt ausgerüstet. Kann sein, dass die Tonspur ein bisschen verzogen ist, das weiß ich nicht. Ich kann das auch nicht jetzt Sekunde oder vorne dran bin, das weiß ich nicht. Ich habe einen schwarzen Bildschirm gesehen und ich wusste nicht, was los ist. Dabei war das ganz normal. Naja. Den schwarzen Bildschirm habe ich aber auch nur, wenn ich kurz Camtasia selbst anklicke. Sprich, er war nie da. Na dann. Barinade! Elektroterrestrisches Biobedings. Boomerang. Boomerang. Und noch ein Boomerang. Ich bin der Boomerang-Man. Also wenn jetzt eine Sekunde Verzögerung drin ist oder zwei, also es wird quasi langsam asynchron. Tut's mir sehr leid, aber es lässt sich schwer ändern. Hier doch erst das Video wieder starten können und dann neu aufnehmen. Egal, ich glaube, wir werden mit der Sekunde Verzögerung leben können. Hauptsache der Part ist kommentiert, oder? Ich mag das Battle 5 von Golden Zone, Dark Dawn und so das Boss Battle. Vor allem ist. Vor allem das erste. Ach ja. Übrigens merken wir gerade, dass wir die, spätestens an dem grünen Zeug wisst ihr Bescheid, dass wir hier die zensierte Version spielen von Ocarina of Time. Denn das grüne Zeug soll Blut darstellen. Grün. Das Blut wurde in späteren Versionen grün gemacht. Da meine Ocarina of Time Version gerade mal eine Woche alt war.
glaube, das war ein Monat, ich glaube, es war nur so ein Monat draußen oder so. Allerhöchstens 2 Wochen. Habe ich auch noch die Version, wo ich rotes Blut habe, nicht grünes. Ich habe eigentlich ein Sammlerstück von Ocarina of Time. Rotes Blut. Yay! Mit Charles Moss muss bei mir auch noch irgendwo rumliegen. Aber das hatte ich sehr spät nach dem Release. Bevor ich Majora's Mask überhaupt geholt habe, kannte ich erstmal die Gamecube-Version davon. Da ich kein Gamecube hatte, nur meine Schwester, habe ich mir natürlich dann die Nintendo 64-Version geholt mit 6 Pension Pack. Und das war der Boss. Yay! Gucken wir mal, das Video ist gerade auf 20 Minuten 45. Ich bin eine Sekunde voraus. Also die Autospur ist jetzt eine Sekunde schneller als das Video. Mal schauen, ob ich es beheben, behoben kriege, ob es einfach immer noch so ist, wenn ich fertig bin. Ja, ich habe gerade zu einem Team gesungen, das er nicht mehr hört. Oh, ist gar nicht gut. Vielleicht liebe ich es auch so sehr, dass ich es noch weiterlaufen lasse. So, und ich denke mal an dieser Stelle... Ja, du stehst dran, aber das so lange dauert, du bist eine ziemlich lahme Ente. Na gut, ich habe mich ein bisschen einsamer gefühlt, aber das ist alles. Aber nur ein bisschen. Was ich jetzt wahrscheinlich eingefügt habe, getut, ist ein Orchestral The Legend of Zelda für Main Theme. Finde ich sehr, sehr schön. Und es läuft jetzt noch ziemlich lange. Weil ich die Musik vor Ganon irgendwie nicht finde. Was? Hey, du! Hey, du bist cool. Das ist aber nur ein bisschen mehr als... Das ist ein bisschen mehr, ne? Na egal, du hast mich gerettet. Ich denke, ich kann dir eine Belohnung dafür geben. Was möchtest du? Sag's mir. Ich möchte den Heiligen Stein. Eigentlich nichts. Ich möchte dich näher kennenlernen. Du sprichst vom Heiligen Stein des Wassers, dem Zora-Saphir. Das hat so für mich mit näher kennenlernen zu tun. Ich habe ihn von der Mama bekommen und ich darf ihn nur dem geben, der mich heiratet. So eine Art Verlobungsring der Zoras. Okay, ich lerne dich näher kennen und wir heiraten. Na denn. Ich gebe dir meinen wertvollsten Schatz, den Zora-Saphir. Gut, Link. Deal ist Deal, ne? Wettschulden sind Ehrenschulden. Du musst heiraten später. Wenn du alt bist, machen wir das. Wieso habe ich gerade Ganon erwähnt? Hä? Gute Frage. Ah, weil ich gerade Link to the Past als LP schaue. Der Zora-Saphir! Von den Zoras wurde dieser Heilige Stein. Die dieser Heilige Stein ist nicht sehr begehen. Prinzessin Ruth hat ihren wertvollsten Schatz gegeben. Nun musst du sie heiraten. Oh nö. Nun stellst du Prinzessin Zelda. Sag bloß nichts meinem Daddy. Na gut, bin ich halt eine Sekunde schneller als das Video. Was soll's? Ich muss schneller reden, kann ich die Sekunde wieder aufholen, die schneller... Ich muss eigentlich langsamer reden, damit die Sekunde mich einholen kann. Ach, ich will übrigens die F4-Taste auf meinem Lord, das hält die Geschwindigkeitsbegrenzung auf. Ich Zelda läuft dann anstatt mit 40, 50, 60 FPS mit 120. Beziehungsweise, es erhöht das Tempo um quasi, ja... FPS hat ja nichts zu tun mit den Prozenten her. Der Zelda läuft ja standardmäßig bei mir auf 95 bis 100%. Und ich das drücke, läuft so auf 200 bis 250. Übrigens, das Herzteil da, ne? Jetzt gerade festgestellt, ich hätte es erreichen können. Verdammt, ne? Ist blöd. Naja. Ich mache die Herzsuche sowieso später, wenn ich alle benötigten Items dafür habe.
bin ein großer Fan, der sich quasi die Items erst holt, wenn er wirklich alles dafür hat, was er braucht. Wir brauchen noch ein, zwei Items aus späteren Dungeons. Denn wer glaubt schon, dass Zelda jetzt vorbei ist? Drei Dungeons, das war's. Nie im Leben. So kurz ist, glaube ich, kein Zelda. So. Es wird dunkel. Guck mal, wie schnell, dass die Sonne untergeht. Und das hat nichts damit zu tun, dass der Emulator doppelt so schnell läuft. Oder fast dreimal so schnell. Jetzt geht die Sonne einfach so unter. Warte gerade, ich bin aus dem Bild. Ich weiß nicht. Ich war nicht vor, es wird später kurz einen Schnitt geben, weil ich ein bisschen rumgespielt habe. Meine Festplatte und Camtasia speichert mir jetzt auf meine andere Partition der Festplatte und oh, das ist meine Maus. Hallo Maus, wie geht's? Wie weiß, wenn du aus dem Bild gehst? Was mache ich da? Guck mal, das ist ein Tor. Die Maus sagt, dass ein Tor ist. Hau ab, Maus. Verzieh dich. Dankeschön. Ich hab's wieder gesehen. Da ist er wieder. Ja, das ist Zelda. Schlaue Maus. Könntest du bitte aus dem Bild gehen, Kollege? Wieso habe ich den jetzt drin gelassen? Geschüttelt? Hey, das ist Ganondorf. Ja, Maus, du hast richtig gelegen. Ja, Ganondorf ist böse. Ich weiß es. Hast du mich vorzuhalten, Maus? Hey! Verdammt, sie ist fort. Was mache ich da? Du da, du kleiner Wicht. Du musst das weiße Pferd gesehen haben. In welche Richtung sind sie entkommen? Antworte mir! Glaubst du im Ernst, dass du dich vor mir schützen kannst? Du Narr! Was mache ich da mit der Maus? Ernsthaft? Du hast Mut, doch Mut kann manchmal tödlich sein. Ja, also ich meinte, du armseliger Tropf, falls du ihm gegenüberstehst! Ja, in einem Schnitt. Weil es war gerade eben das, was ich meinte. Ich musste da cutten, beziehungsweise ich muss die Aufgabe wieder fortsetzen. Ich bin Ganondorf, der König der Gerudos. Und ich erkläre jetzt mit dieser Stimme, was abgegangen ist. Nee, mach ich da nicht, okay. Ja. Okay. Camtasia meinte, quasi die Festplatte, auf die ich speichere, ist voll. Welche Festplatte wirklich voll war, ist die Standardspeicherplatte von Camtasia, nämlich die Hauptfestplatte. Sprich, ich meinte quasi, ja komm, dann speichere ich so gut wie leer, ne? Machen wir was dagegen. Und dachte ich mir so, für was? Ich speichere auf die Festplatte, die so 80 GB noch frei hat. Wieso soll ich was frei machen? Das ist ja wieder unmöglich 80 GB groß. Ich glaube, dieser Part hier ist 30. Wenn überhaupt. Oh, ich bin froh, wenn er endlich gerendert ist, dann konnte ich den löschen. Übrigens, das ist die Ocarina. Das sieht aus wie eine Ocarina, das ist wie unsere. Nur ein bisschen blauer. Die Ocarina der Zeit. Die Ocarina ist Artefakt aus dem Besitz des Königs. Sie hat geheimnisvolle Kräfte. Sie macht alles weiß. Mani, kannst du mich hören? Ich bin es, Zelda. Mani, nun, da du die Ocarina in den Händen hältst, fang langsam an, deine Stimme wegen zwei Stimmen kaputt zu gehen. Ich bin schon weit entfernt. Bin ich schon ganz weit entfernt. Ich versuchte auf dich zu warten, doch die Zeit drängte. Zumindest konnte ich dir die Ocarina übergeben und diese Melodie. Dies Lied öffnet das Zeitportal. Und das Lied können Sie leider nicht hören. Es ist die Hymne der Zeit. Ich werde es einfach einblenden. Ich hoffe, ich denke dran, dass ich die Hymne der Zeit einblende. Oh Gott. Ich such's am besten jetzt. Hymne der Zeit, Carina. Ich muss dran denken, dass ich es einfüge. Mann, oh, ich bin doch so dumm. Ich muss doch die schöne Melodie hören. Ich muss es hören. Ich müsste es mitfühlen, was da quasi passiert. Wohl an, Mann, ich spiele diese Melodie in der Zeit, vor dem Zeitalter. Habe ich irgendwas zum Lesen verpasst? Ich meine. Huch!
Wir waren vorhin noch im Wasser, nicht wieder hier. Naja, ich meine, okay, warum nicht? Also, wir rüsten unsere Ocarina der Zeit aus. So sieht übrigens meistens aus, wenn ich Link spiele. Boomerang, Schleuder und Ocarina liegen genauso, wie sie sonst liegen. Die Ocarina liegt bei mir immer auf der rechten C-Taste, wenn ich sie hab. Oder wenn ich sie auf den C-Tasten hab, immer auf der rechten. Es geht bei mir nicht anders. Und die Schleuder immer links. Das unten des Items ist immer unterschiedlich. Es ist selten, dass ich was anderes mache. So, die Zitadelle der Zeit. Für mich Zeit, in Stimmung zu kommen. Haben wir es ja auch, Ocarina of Time. Die Zitadelle der Zeit als Theme. So. Wir sind sehr nah an einem sehr heiligen Moment. Ich würde sau gerne langsam dahin laufen, aber es dauert einfach ewig, bis wir da sind. Oh, ich tue es doch episch. Und ich verderb die Spannung. Da oben ist ein unbeleuchtetes Triforce und die Decke wirkt unendlich. Ich spiele nun das Lied der Zeit. Und ich habe es falsch gespielt, denn der letzte Ton ist runter und nicht nach rechts. Bereitet euch langsam aber sicher auf den heiligsten Moment in jedem Zelda-Spiel vor, in dem dieser heilige Moment festgehalten wurde. Der heiligste Zelda-Moment, für mich gibt es keinen heiligeren. Die drei Steine werden auf den Altar platziert, das ist es aber noch nicht. Das Triforce leuchtet in goldenen Strahlen. Und das Zeitportal öffnet sich. Und dahinter sehen wir einen Lichtschein. Wir sind bereit. Wir gehen hin. Und uns erwartet der Ocarina of Time, heiliger Moment. Wann ist das nicht? Ja, unsere Reise hat uns zu der mächtigsten Waffe in Hyrule geführt. Diese legendäre Klinge. Das Master Schwert. Oh ja. Und da es uns sehr egal ist, wagen wir es uns, ziehen wir das Master Schwert. Ich habe übrigens überlegt, ob ich euch einfach jetzt warten lasse. Bis zum nächsten Part. Habe ich aber nicht gemacht, wie ihr seht, geht aber noch 11 Minuten, also ziehe ich es doch raus. Okay, Link, mach dich bereit. Diese edle Schneide. Dieser Schliff. Wir sind wie Arthur, der Excalibur oder so aus dem Stein zieht. War das so? Muss man anders der Excalibur gezogen hat, egal. Wir ziehen und wir haben es geschafft. Und ich liebe diesen Moment. Ich liebe diesen Moment Ocarina of Time. Ausgezeichnet, Kleiner. Wie ich mir dachte, besitzt du den Schlüssel zum Heiligen, zum Zeitportal, zum Heiligen Reich. Das mich zum Heiligen Reich geführt. Krieg ich wenigstens ein Dankeschön. Ich muss dir danken, Kleiner. Bitte! Kein Ding, ich helf gerne. Übrigens hatte er ursprünglich die Stimme von Ip. Wani, wach auf! Du bist der Auserwählte! Jetzt hat's Rauru. Jetzt hat's dieser Typ da, ne? Jetzt hab ich Rauru. Oder so eine Art. Oder Rauru. Keine Ahnung, hat einen Namen. Ich weiß nicht. Also, ja, jetzt wo Ganondorf treibt vom Heiligen Reich war, ich bin ja, komm, jetzt braucht er eine ernste Stimme. Jetzt ist eigentlich Serious Ganon. Rauru hat übrigens eine sehr anstrengende Stimme. Hallo, Man, aber es ist. Ich bin Rauru, einer der Weisen. Ich habe diese Ende der Zeit erbaut, um den Zugang zum Heiligen Reich zu schützen. Dies ist die Halle der Weisen im Tempel des Lichts. Der Tempel befindet sich im Zentrum des Heiligen Reiches.
Er ist die letzte Festung gegen die Macht Ganondorfs. Das Masterschwert, das alle Böses vernichtet und aus dem Zeitfeld zogst, öffnet das Tor zum Heiligen Reich. Vani, erschrick nicht. Schau dich an. Oh Gott. Ich hab bestimmt einen Vollbart. Ich bin... Oh. Okay. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich bin alt. Sieh nur, Vani, du bist gewachsen. Du bist älter geworden. You don't say. Das Masterschwert hat eine heilige Klinge, die nie in die Hände des Bösen fallen darf. Nur jener, der zu Recht den Namen Herr der Zeiten trägt, ist in der Lage, es aus dem Zeitfels zu ziehen. Doch du warst doch zu jung für diese Aufgabe. Da haben wir deine Seele 7 Jahre hier gebannt. Nun ist es Zeit, dass du wieder in die Welt zurückkehrst und deine Mission vollendest. Nun hast du verstanden, was deine Bestimmung ist? Du vergiss niemals, obwohl du nur mit edelsten Ansehen das Zeitportal geöffnet hast, hat der niedrige Ganondorf dadurch das Heilige Reich betreten können. Er riss das Triforce-Fragment im Tempel Schlicht an sich. Durch dessen Kraft wurde er zum Großmeister des Bösen. Seine schwarze Macht überzog ganz Hyrule, entweidete die Tempel und verwandelte das einst blühende Land in ein Refugium des Unheils. Meine Kraft ist nur noch verschwindend gering, selbst in diesem Heiligen Reich. Sie kann lediglich diese Halter der Weisen noch schützen. Doch nun ist Hoffnung. Die Kraft der Weisen blieb erhalten. Wenn die Kraft eines jeden der 7 Weisen geweckt wird, kann mit dem Amuletten die Macht des Bösen ins Höllenreich verbannt werden. Ich, Rauchu, bin einer dieser Weisen. Der Auserwählte, der die Kraft den Weisen zu wecken, bist du, Herr der Zeiten. Du bist als Träger des Masterschwertes so auserwählt. Ich übertrage dir meine Macht. Geh nun, erwecke die Kraft der anderen Weisen und vereine deren Macht mit deiner Stärke. Das geht tierisch auf Hals, Leute, wisst ihr? Das ist ein bisschen hart. Aber ich suche mir das ja aus. Ich Vollidiot. Das Amulett des Lichts, Rauch oder Weise, gibt dir seine Kraft. Finde die anderen Weisen und rette Hyrule. Oh yeah. Mach ich, Chef. Kein Ding. Zitadelle der Zeit. Vani, wir sind zurück in der Zitadelle der Zeit. Aber es sind wirklich 7 Jahre vergangen. Es sieht so aus, als könntest du einige Waffen, die du damals gefunden hast, nicht mehr benutzen. Los, lass uns gehen. Okay. Sie ist ein Ninja. Ich habe auf dich gewartet, junger Held. Beherrscht das Böse die Welt, weilen jene Weisen, die von der Stimme des Heiligen Reichs erweckt werden, noch in den 5 Tempeln. Einer in den dunklen Wäldern, einer auf dem hohen Berg, einer im tiefen See, einer an der Stätte des Todes, einer innerhalb der Göttin des Sandes. Zusammen mit dem Auserwählten werden diese ihre Kräfte einsetzen, um der Welt den Frieden wiederzugeben. Dies ist die Legende der Tempel, wie sie von meinem Volk, den Shika, überliefert wurden. Ich bin Sheik. Ich gehöre zu den letzten Überlebenden der Shika. Und das ist wahrscheinlich eine Frau. Wahrscheinlich siehst du aus wie der... Wahrlich, siehst du aus wie der, der uns prophezeit wurde. Tapfer hältst du das Masterschwert in der Hand. Kannst du wissen. Willst du die Prophezeiung erfüllen? So suche nach den 5 Tempeln und befreie dort die eingesperrten 5 Weisen. Einer von ihnen wartet im Waldtempel darauf, sich deiner zu offenbaren. Es ist ein Mädchen, an das du dich sicher erinnern wirst. Aufgrund der bösen Aura, die den Tempel umgibt, kann sie den Ruf des Heiligen Reiches nicht hören. Mit deiner jetzigen Ausrüstung kannst du den Tempel nicht betreten. So höre meine Worte und begib dich nach Kakariko, um dort zu suchen, was dein Schlüssel zum Tempel sein soll. Hast du mich verstanden?
Jo, haben wir. Und sie versperrt den Sockel des Masterschwerts. Und wir können unsere Stöcke, unsere Bumer, unser Bumerang, unsere Schleuder, unser Kokiri-Schwert, unser Kokiri-Schild, all das können wir nicht mehr benutzen. Naja, wir haben das Masterschwert. Fairer Tausch. Wir haben noch alles, was wir früher hatten. Und ihr seht vielleicht jetzt schon, was der Fehler war. Und es blinkt Kakariko und die London Farm. Ich habe vergessen, in meinem normalen Playthrough zur London Farm zu gehen. Mit der, was das heißt, wir haben ein Problem. Gut, eigentlich nicht wirklich, aber ist ein kleines. Ein ganz kleines. Haben wir schon immer die große Wirbelattacke gehabt? Das weiß ich nicht. Müsste ich jetzt früher nachschauen, ob wir schon immer die große hatten. Wir werden es nie rausfinden. Ach, guck mal, ein bisschen düster. Nur so ein klein bisschen. Und unsere allerbestigsten Zombie-Freunde auf dem Marktplatz. Ich mag euch nicht, wisst ihr das? Also die Zombies nicht euch. Ich mag euch ganz doll. Sehr doll sogar. Ihr seid nämlich meine Zuschauer. Die Brücke ist übrigens ein bisschen kaputt, wie wir ihn gesehen haben. So, London Farm oder Kakariko? Gute Frage. Meine F4-Taste sagt, wir gehen zuerst von London Farm. Wie ihr seht, der Part geht noch so um die 2 Minuten. Sprich, ich werde es bald beenden. Ja. Wir machen auch nicht mehr viel, denn ich habe da schon fast 45 Minuten am Stück aufgenommen. Jetzt habe ich fast 45 am Stück nachkommentiert. Oh, das geht mir tierisch auf die Stimme. So. Ja, könnten wir inzwischen reiten. Hallo? Du warst früher einfach nur Bauer und jetzt gehört dir der Spaß, so wieder angezogen bist anscheinend. Vor allem, ich sehe Talon und Maron nicht. Und da stelle ich fest, uns fehlt ein Lied. Genau eins, das bräuchten wir jetzt. Wisst ihr, was das heißt? Wir könnten jetzt nach Kakariko, aber da habe ich jetzt auch keine Lust mehr drauf. Ich werde jetzt wahrscheinlich dasselbe wie vorher. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich gehe noch ein bisschen Hühnchen ärgern. Hui! Ich weiß nicht, ob ich es euch gezeigt habe oder ob das quasi in dem Part, den ich gerannt habe. Den ich. Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich es euch gezeigt habe oder nicht. Wenn ja, Ende zweiter Part oder Ende dritter Part. Nein. Spätestens jetzt. Also nie Hühnchen ärgern, ne? Ärgert in Zelda nie etwas, was ich anscheinend nicht wehren kann. Vertraut mir. In Wind Waker ärgert keine Schweinchen. Es gibt in Wind Waker ein Schweinchen, das man angreifen kann, was dann böse wird. Und das macht mehr Schaden als der Endboss. Nur so als guter Tipp, falls man Wind Waker spielt. Und denkt, ihr könnt Schweinchen ärgern. Schweinchen ist übrigens der stärkste Gegner im Spiel. Das ist so unsterblich und macht das kalt. So, diesen Turm wollte ich gucken. Ich habe nämlich ziemlich vieles in der Vergangenheit nicht gemacht, stelle ich fest. 7 Jahre zuvor. Hier gibt es nämlich, glaube ich, ein Hatchteil. Aber wie man da sieht, das ist so, nur so ein Minigang und da müsste man kriechen. Und das kann der große Link nicht. Der ist ein bisschen zu erwachsen fürs Kriechen.